Ich weiß, dass viele Menschen gerade jetzt sich wegen Corona Sorgen machen, wenn sie Einkommenseinbrüche oder Einkommenseinbußen haben. Wir haben deshalb unter anderem, neben vielem, auch den Zugang zur Grundsicherung erleichtert. Und wir übernehmen in dieser Zeit die vollen Wohn- und Heizkosten, und zwar grundsätzlich und ohne vorherige Vermögensprüfung. Mir ist wichtig, dass diese Hilfen schnell und unbürokratisch bei den Menschen ankommen. Und dafür haben wir beispielsweise das Antragsformular auf Grundsicherung auf das Notwendigste eingedampft. Also nicht nur die Grundsicherung, die jetzt Selbstständige brauchen, sondern alle Grundsicherungssysteme, die zweitens aber erst einmal zeitlich befristet ist, ich glaube bis Ende Juni. Wir aber eine Rechtsverordnung haben, die uns ermöglicht, im Zweifelsfall es auch bis Ende des Jahres zu verlängern. Ich will betonen, es ist ein Bürgerrecht. Und niemand, der jetzt auf Hilfe angewiesen ist, muss sich dafür schämen, sondern dafür ist die Solidargemeinschaft unseres Sozialstaats da. Wir sorgen dafür, dass diese Hilfen auch ankommen. Ich habe einen Begriff, der in diesem Zusammenhang für Grundsicherung oft gewählt wird, nicht verwandt. Aus guten Gründen, nicht nur, weil das Gesetz nicht so heißt und noch nie so gehießen hat, sondern weil es auch darum geht, dass dieses soziale Grundrecht für diejenigen, die nie damit rechnen mussten, es jetzt mal in Anspruch zu nehmen, aber auch für alle anderen, kein Stigma haben darf. Es ist ein soziales Bürgerrecht. Wer jetzt Grundsicherung braucht, dem steht das zu und wir werden es ermöglichen. Ich will nicht ausschließen und wir prüfen solche Maßnahmen auch, dass wir, wenn die Krise länger verläuft, auch für die Grundsicherungsbezieher, auch diejenigen, die jetzt schon in der Grundsicherung sind, weitere Maßnahmen ergreifen werden. Jeder, der mitfühlt, weiß, dass es unglaubliche Zumutungen für viele Menschen jetzt bedeutet in Deutschland. Zum Beispiel viele Tafelangebote nicht zur Verfügung stehen. Oder es gibt diejenigen, die uns darauf hinweisen, dass jetzt das kostenlose Mittagessen, was für diejenigen, die im Bildungs- und Teilhabepaket sind, nicht stattfindet, weil Kitas und Schulen geschlossen sind. Mir ist ein Hinweis wichtig, dass wir in diesen Zeiten keine ideologischen Diskussionen führen. Und um die Grundsicherung kann man in anderen Zeiten sehr trefflich ringen, umstreiten mit allen Positionen. Das erleben wir seit mindestens 15 Jahren in Deutschland. Jetzt geht es um sehr pragmatische Fragen. Wie helfen wir Menschen schnell und unbürokratisch in einer außerordentlich fordernden Zeit?